Hi und herzlich willkommen bei Geldfi-Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video beantworte ich eure Fragen. Als kleines Dankeschön für mittlerweile 50.000 YouTube-Abonnenten. Es freut und ehrt mich. Danke für jeden Einzelnen, der abonniert hat, der die Videos schaut, der kommentiert, der sie weiterträgt, Freunden empfiehlt. Ohne euch würde das alles hier nicht funktionieren, würde meine Arbeit keinen Sinn machen. Deswegen Hut ab, Kappe ab. Danke an euch. Nun aber zu euren Fragen. Wir fangen mit einer ganz einfachen Frage an. Wie alt bist du? Was hast du studiert? Wo hast du gearbeitet? Wo und was wolltest du immer arbeiten? Ich bin mittlerweile 28 Jahre alt, habe in Neuss studiert, BWL, das war ein duales Studium, Handelsmanagement, also eine Ausbildung gemacht im Lüftungsgroßhandel und gleichzeitig eben Handelsmanagement, man könnte sagen BWL studiert. Danach habe ich anderthalb Jahre als Unternehmensberater gearbeitet, in einer Einkaufsberatung. Die machen, dass die Firmen, die sie beraten, danach günstiger einkaufen können, also mit Lieferanten verhandeln, dass sie günstiger einkaufen können, günstiger Preise, bessere Rahmenbedingungen, Lieferbedingungen etc. Da habe ich aber schon dabei gemerkt, für die gesamte Wirtschaft ist es eigentlich ein Nullsummenspiel, ne? Was die eine Firma weniger zahlt, weil ich was für sie rausverhandle, bekommt die andere weniger. Der Gesamtwirtschaft ist damit also kaum genützt. Man könnte sagen, ein kleines bisschen Effizienz, aber ehrlicherweise ging es sehr wenig um Effizienz und sehr viel um plumpe Macht auf den Märkten, eben Einkaufspreise zu drücken. So, und deshalb war mir klar, das will ich nicht für immer machen. Und dann bin ich nochmal nach Maastricht gezogen, habe dort ein Masterstudium nachgelegt, ein VWL-Masterstudium. Genau, das war allerdings in Maastricht ein sehr klassisches, Altbacken-Mainstream-Studium, wenngleich die Methoden ein bisschen aktueller waren. Das war das Coole in Maastricht. Problem-based learning, nicht weniger Frontalunterricht, sondern kleine Gruppen und anhand von konkreten Problemstellungen an Sachen herangehen. Das war schon cool, aber ansonsten ökonomisches Weltbild und die ökonomische Lehre da, ja, sehr eingestaubt. Was wollte ich immer machen? Als ich klein war, wollte ich mal Rennfahrer werden und danach hat sich das immer wieder geändert. Jetzt bin ich sehr froh mit dem, was ich jetzt mache. Dann kam noch die Frage, wie kann man sich die Arbeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bundestag vorstellen? Ist es im Prinzip ein Vollzeitjob und welche Qualifizierungen muss man mitbringen? Ja, also wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bundestag bin ich mittlerweile seit 4 Jahren. Ein kompletter Vollzeitjob war das tatsächlich nie, weil ich immer eine 4-Tage-Woche, eine 30-Stunden-Woche oder jetzt eine 20-Stunden-Woche daraus gemacht habe, um halt Zeit zu haben für andere Sachen, für Bücher schreiben, Kolumnen schreiben, Newsletter schreiben, YouTube-Videos produzieren. Ja, all das kostet viel Zeit. In Summe ist das dann natürlich deutlich mehr als eine normale 40-Stunden-Woche, die man mit den beiden Sachen so hat. Was machen wissenschaftliche Mitarbeiter? Ja, die bereiten Abgeordnete darauf vor, dass sie ihrer Abgeordnetentätigkeit nachgehen können. Heißt, Briefings erstellen für Auftritte, die sie haben, presserelevante Arbeit bedeutet, O-Töne und Pressemitteilungen schreiben, mit Journalisten im Kontakt sein, das parlamentarische Fragerecht nutzen, sprich herausfinden, wo kann man der Regierung genauer mit dem parlamentarischen Fragerecht, also Einzelfragen oder kleinen Anfragen, auf die Finger schauen. Reden schreiben, all sowas. Also all die inhaltliche, vorbereitende, unterstützende Tätigkeit, die ein Abgeordneter so braucht. Da gibt es natürlich auch noch Büroleiter, die machen Orga-Kram. Das habe ich jetzt nie gemacht. Also genau, ich habe eher Reden geschrieben, Pressearbeit gemacht und Briefings erstellt. Ja, ist aber je nach Abgeordneten auch unterschiedlich. Vielleicht ganz wichtig, Abgeordnete kriegen vom Bundestag ein Budget, um solche Mitarbeiter einzustellen. Und das Geld kriegt man dann vom Bundestag, nicht vom Abgeordneten selber, kein privates Geld von ihm und aber auch kein Geld von Fraktionen oder Parteien. Davon ist das völlig losgelöst. Und genau, welche Qualifizierung muss man mitbringen? Ja, ist ganz unterschiedlich. Ja. In meinem Fall ist es jetzt halt ein VWL-Master. Ist der unbedingt notwendig? Nein.
Ne? Wen das interessiert, ich habe schon mal ein längeres Video dazu gemacht, hier auf dem YouTube-Kanal, was das noch alles so mit sich bringt. Und wer, häufig kriege ich die Frage, wie man denn an so einen Job kommt. Naja, einfach bewerben, und zwar bei den Abgeordneten direkt, ja, weil die suchen immer Mitarbeiter, typischerweise in der neuen Legislatur immer sehr viele. Heißt, 2025 kann man da reinrutschen. Ich finde, es ist gerade für Leute, die aus dem Studium kommen, eine sehr gute Möglichkeit, an den Politikbetrieb heranzurutschen, viel zu lernen, bei Debatten auf dem aktuellen Stand zu sein. Deswegen, ich finde die Arbeit gut. Bei mir verträgt sie sich natürlich sehr gut mit dem, was ich sonst so mache, weil sich vieles überschneidet. Ja? Wenn ich in der Presse was lese, dann ist das sowohl relevant für die Arbeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter, als auch für meine Arbeit bei Geld für die Welt. Und deswegen passt das sehr, sehr gut zusammen. Was würdest du dem Argument entgegnen, dass eine Mindestlohnerhöhung nur wieder auf die Konsumenten der Firmen, die dann höhere Löhne zahlen müssen, abgewälzt werden, beziehungsweise die Produkte teurer werden? Ja, es kann sein, grundsätzlich ist es so, wenn ein Unternehmen produktiver wird, dann kann es das auch in Form höherer Löhne auszahlen, ohne einen Kostendruck zu haben. Jetzt gibt es allerdings beim Mindestlohn selbstverständlich Bereiche, die können gar nicht viel produktiver werden. Friseure beispielsweise. Wo sollen die Produktivitätszuwachs herholen? Ja, dann bedeutet ein Mindestlohn, dass vielleicht am Ende der Haarschnitt teurer wird. Genauso wie alle anderen weniger produktiven Dienstleistungen teurer werden. Und dann ist es einfach eine Prioritätensache, dass wir uns das in der Gesellschaft eben nun mal leisten. So, das ist okay. Aber es bedeutet nicht eins zu eins, dass alles teurer wird. Und im Übrigen können die Leute sich natürlich auch durch höhere Mindestlöhne auch mehr leisten. Also je höher die Löhne und vor allem die Mindestlöhne, desto eher verschiebt sich quasi, wie attraktiv und wettbewerbsfähig produktive Branchen gegenüber unproduktiven Branchen, in Anführungszeichen, sind. Ja. Genau, heißt natürlich nicht, dass Friseure jetzt per se unproduktiv sind. Es ist eine sehr wichtige Tätigkeit, ja? Sonst müsste jeder Kappe tragen. Aber da kann man halt die Produktivität nicht besonders steigern. Ne? Man kann ein bisschen schneller schneiden, okay. Man kann es ein bisschen mehr drängen. Dann leidet allerdings vielleicht auch die Atmosphäre vor Ort, wenn man beim Friseur ist und das Gefühl hat, man ist jetzt in der Massenabfertigung. Ja. Aber Angst machen sollte einem das nicht. Wie immer gilt, Firmen können nur verdienen, also auch wieder einnehmen, was sie ihren Mitarbeitern eben auch an Löhnen zahlen. Wenn Firmen schlechte Löhne zahlen, dann ist es, außer man ist eine total exportorientierte Wirtschaft, wie Deutschland es leider ist, ist es so, dass wenn gute Löhne gezahlt werden, können auch gute Profite gemacht werden. Ja. Wenn man Scheißlöhne zahlt, wenn man Produktivitätswachstum nicht weitergibt, dann können sich die Leute ja gar nicht leisten, was das Unternehmen eigentlich in der Lage wäre, mehr zu produzieren. Ja? Es gibt diesen sehr einprägsamen englischen Satz, Workers spend what they earn, also die geben aus, was sie verdienen, und Firmen earn what they spend, also andersrum, Firmen nehmen ein, was sie vorher ausgeben, ja, an Löhnen. Den finde ich sehr gut. Ist, glaube ich, von Kaletzki. Dann gab es noch die Frage mit Bezug darauf, dass ich ja sehr häufig unzufrieden bin, wie Talkshow-Master und Talkshow-Hosts so agieren. Maischberger, Illner, Lanz und Co. Daher die Frage, könntest du dir vorstellen, selber eine Talkshow im Öffentlich-Rechtlichen zu hosten? Wenn ja, wie realistisch wäre es, dass du ein solches Angebot bekommst? Also, ja, ich meine, natürlich könnte ich mir das vorstellen, hätte ich auch Bock drauf. Talkshows finde ich, obwohl ich sie häufig kritisiere, generell ein gutes Format. Wäre auch ein Format nach meinem Dafürhalten, was mir sehr gut liegt. Ich weiß jetzt nicht, ob unbedingt als Host, wobei, wenn man ökonomische Themen macht und dann mal wieder reingehen kann, warum nicht? Oder ob ich dann eigentlich lieber selber Talk-Gast wäre statt Talk-Host. Talk-Hosts vorzubereiten. Das wäre was, was ich auch interessant fände, nämlich schon vorher zu sehen, wenn ein Jens Spahn kommt, ja, was für Bullshit-Argumente kommen werden und wie man die kontern kann. Das wäre, glaube ich, auch was Interessantes. Wie realistisch das ist, das weiß ich nicht. Das wird die Zeit sagen.
zeigen, harren wir mal der Dinge. Man weiß ja nie. Aber nochmal ergänzt, unabhängig vom Öffentlich-Rechtlichen, wäre es wahrscheinlich auch geil, hier in einem YouTube-Format mit mehreren größeren YouTubern zusammen so ein Talkshow-Format aufzustellen. Nur, es ist natürlich teuer, das zu produzieren, wenn es gut produziert sein soll. Und deswegen ist es leicht gesagt, dass man es cool fände, aber es umzusetzen bedeutet natürlich Ressourcen, die ich beispielsweise nicht habe. Kannst du dir vorstellen, selbst oder organisatorisch im Bildungsbereich tätig zu werden? Aufklärungs- und Diskussionsarbeit an Schulen, als Lehrer, Workshop-Host oder Organisator? Ja, ich bin häufig schon an Schulen gewesen. Selbstverständlich mache ich das. Selber Lehrer werden, kann ich mir grundsätzlich vorstellen. Als es mein Pflichtpraktikum gab in der Schule während des Abis, habe ich das meiner Grundschule gemacht. Ich glaube, auch das würde mir liegen. Ich kriege es also ein bisschen auch mit, weil meine bessere Hälfte Lehrerin ist, Sonderpädagogin, um genau zu sein. Von daher, ja, grundsätzlich schon. Das Problem ist, wenn man es als Selbstständigkeit macht, wie ich es mache, hier mit Geld für die Welt und Co., dann ist man natürlich sehr häufig darauf angewiesen, dass Leute auch was dafür zahlen, weil man kann es nicht, ja, in Selbstständigkeit machen, wenn es kein Geld dafür gibt. Dann rechnet sich das nicht, dann kann man das nicht machen. Und leider Schulen sehr häufig knappe Mittel haben. Deswegen ist das strukturell schwierig umzusetzen. An sich aber ist jede Einladung natürlich willkommen. Man kann auch bei Projektwochen, habe ich auch schon mal was gemacht zum Thema Geld, zum Thema Wirtschaft. Bald habe ich was zum Thema Europawahl. Also immer wieder und ist wichtig und richtig. Glaubst du, die EZB hätte die Zinsen gar nicht erhöhen sollen, jetzt wahrscheinlich mit Bezug auf die Energiepreiskrise, oder einen Mittelweg finden müssen? Ja, ich finde, die hätte die Zinsen bei Null lassen sollen und stattdessen den Staaten garantieren, wir stehen hinter euch, wie während der Corona-Krise, und bitte tut alles dafür, um diesen Energiepreisschock zu kompensieren und Abhängigkeiten von beispielsweise Russland zu reduzieren. Ja. Es ist ja auch so, dass höhere Zinsen selbst wiederum einiges teurer machen, beispielsweise Immobilienkredite, jeden Bankkredit eigentlich, und auch dadurch natürlich preistreibend wirken, als dass der risikolose Benchmark-Zins verteuert wird. Was meine ich damit? Wenn man Geld hat, da kann man sich entscheiden, dieses Geld anzulegen, zur Bank zu bringen, im Kapitalmarkt anzulegen oder eben zu investieren. Und wir haben es zum Beispiel am Strommarkt gesehen, die Netzbetreiber haben vom Staat eine höhere Garantierendite bekommen, weil der Staat gesagt hat, naja, der Netzausbau, der lohnt sich jetzt weniger im Vergleich dazu, Geld anzulegen, weil für Geld, das man anlegt, kriegt man jetzt eben dann 4%, je nachdem wie und wo natürlich, aber ne, mal so auf Einlagezinsniveau. Und das heißt, jede Investition muss sich mehr rechnen. Und das bedeutet natürlich, das löst Preisdruck aus. Also man investiert nur, wenn man gleichzeitig sich in der Lage fühlt, dann auch vielleicht Preise nachher zu erhöhen. Und so wirkt auch der höhere Zins als zusätzlicher Preistreiber. Hat er Gas günstiger gemacht und Strom günstiger gemacht? Nein. Sorgt es jetzt dafür, dass die Wirtschaft schlechter läuft? Ja. Deswegen Finger weg vom Zins. Die Regierungen hatten viel größeren Einfluss auf die Bekämpfung des Preisschocks, der Inflation, als die Europäische Zentralbank. Ja. Wer das alles natürlich im Detail nochmal nachlesen will, hab da ja ein Buch geschrieben, hier, Teuer, die Wahrheit über Inflation, ihre Profiteure und das Versagen der Politik. Da steht all das en Detail drin. Und ich freue mich natürlich, dass meine Prognosen, nämlich es ist ein Preisschock, keine Inflation und es wird abnehmen, eingetroffen sind. Was ist die Bedeutung von Steuerhinterziehung in der MMT? Ja, Steuerhinterziehung ist auch in der MMT problematisch. Erstens natürlich ein Gerechtigkeitsproblem. Wer Steuern hinterzieht, hat danach mehr Kaufkraft. Wer Steuern zahlt, hat weniger. Da Steuern zum Beispiel die Funktion haben, die Konjunktur zu kontrollieren, also quasi wie ein Bremspedal wirken, wenn die Wirtschaft zu überhitzen droht, wird dieses Bremspedal oder dieser Hebel kleiner. Ja? Also das finde ich mir so gut zu nutzen. Insofern Steuerhinterziehung erhöht die Inflationsgefahr, wenn man so will, nachfrageseitig. Und es ist natürlich ein Problem für die Akzeptanz einer Währung. Und das sehen wir beispielsweise
Entwicklungsländern mit schwach ausgeprägten staatlichen Institutionen. Steuern haben laut der MMT zum Beispiel die sehr elementare Funktion, eine Nachfrage nach der Währung sicherzustellen. Ja, weil wir Steuern in Euro zahlen, akzeptieren wir den Euro. Wenn Olaf Scholz morgen sagen würde, ab jetzt wieder D-Mark, dann würde plötzlich auch beim Aldi, der ja die Umsatzsteuer beispielsweise in D-Mark an den Staat abführen muss, würden die sagen, alles klar, wir wollen auch keine Euros mehr, wenn ihr hier Wasser und Brötchen und Nutella kauft, sondern wir wollen D-Mark. So, und dann müssten wir plötzlich da mit D-Mark zahlen. Wir haben aber keine, also gehen wir zu unserem Arbeitgeber und verlangen dort D-Mark und schwupps ist die D-Mark akzeptiert und eine Nachfrage danach da. Wenn der Staat das aber nicht umsetzen kann, weil er nicht die Institutionen hat und weil Steuern hinterzogen werden, dann leidet natürlich auch die Akzeptanz einer staatlichen Währung und entsprechend weniger mächtig ist ein Staat. Und das ist sehr häufig ein Problem in Entwicklungsländern mit schwach ausgeprägten Institutionen, staatlichen Institutionen, wo dann in einigen Bereichen Clans und Banden einfach ihr eigenes Ding machen und die staatliche Währung, die staatlichen Institutionen weniger eine Rolle spielen. Also es ist ein Problem, auch in der MMT. Hat der Staat dadurch weniger Geld, um was auszugeben? Nein, Geld ist natürlich immer da. Wenn er allerdings Vollbeschäftigung herrscht, bräuchte er ja quasi die Steuer, um Ressourcen freizusetzen. Und da wird es dann wiederum zum Problem. Also ja, es ist in der MMT ein Problem. Ist Vollbeschäftigung was Gutes oder geht dann dem Staat Handlungsspielraum verloren, weil dann in Sonderfällen keine freien Arbeitskräfte mehr verfügbar sind? Das ist eine sehr gute Frage. Erstmal ist Vollbeschäftigung was Gutes, weil Arbeitslosigkeit bedeutet ja, es gibt Ressourcen, Arbeitskraft, die arbeiten wollen, die man aber nicht arbeiten lässt, die also nichts erwirtschaften, keinen Wohlstand erzeugen und das ist verschwendeter Wohlstand. Deswegen ist Arbeitslosigkeit schlecht, Vollbeschäftigung in dem Sinne erstmal gut. Dann kann man natürlich sagen, es kommt noch drauf an, welche Form von Vollbeschäftigung. Ja? Also Vollbeschäftigung mit Bullshit-Jobs, ist natürlich blöd. Vollbeschäftigung mit Jobs, die unser Leben besser machen, die in produktiven Wirtschaftsbereichen sind, ist natürlich besser. Ja, also Vollbeschäftigung, in dem es beispielsweise deutlich mehr Derivatehändler und Versicherer gibt, ja, das bringt uns allen nichts. Vollbeschäftigung, wenn es mehr Lehrer und mehr Pfleger gibt, das wäre besser. Bei Vollbeschäftigung wird die Steuerung der Wirtschaft erst besonders interessant. Angenommen, es besteht Vollbeschäftigung, der Staat will aber noch mehr Straßen bauen, Solarpaneele installieren oder Lehrer anstellen. Dann gibt es natürlich verschiedene Sachen, die er machen kann. Er kann in Preiswettbewerb mit dem Privaten gehen, ja, also mehr Löhne zahlen oder besserer die Aufträge für einen Straßenbau beispielsweise besser vergüten. So, das wirkt aber inflationstreibend, weil er mehr zahlt als die Privaten. Er kann dem Privatsektor Kaufkraft abnehmen mit Steuern oder mit Regulierung. Ja, also mit Steuern haben die weniger Geld, können sich weniger leisten. Dann kann der Staat die Ressourcen für sich beanspruchen. Oder bei Regulierung, wenn er zum Beispiel gewisse Sachen einfach verbietet, weiß nicht, Strom aus Kohle herzustellen beispielsweise oder mit Derivaten zu handeln oder Glücksspiel, werden plötzlich ganz viele Leute arbeitslos, die dann selbstverständlich für anderes genutzt werden könnten. Und natürlich ansonsten Anreize schaffen, Bonus, Steuererleichterungen, was auch immer, um attraktiver zu sein. Und da fängt es dann aber an, interessant zu werden, wo man in die Feinsteuerung rein muss. Bis man da allerdings ist, ist Vollbeschäftigung immer erstmal besser als Arbeitslosigkeit. Gut, ihr Lieben, so viel zu dieser kleinen Fragerunde. Nochmal, ich danke euch von Herzen für 50.000 YouTube-Abonnenten. Es ist mir eine Freude und eine Ehre. Neben der videobasierten Arbeit hier gibt es allerdings auch den Geld für die Welt Newsletter, falls ihr ihn noch nicht kennt. Wer meine Arbeit unterstützen will, kann das über den Newsletter machen, schon ab 5 Euro im Monat. Dann hat man Zugriff auf alle Artikel. Und das kommt meiner ganzen Arbeit hier natürlich zugute. Im Newsletter gibt es exklusive Analysen und Kommentare, zum Beispiel zuletzt zur Asylansage von Sarah Wagenknecht oder dem Gedankenexperiment, was wäre, wenn der Staat keine Zinsen zahlen müsste. Ja, checkt das gerne aus, Link gibt es unter diesem Video. Ansonsten großen Dank, macht's gut. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Wenn euch das gefallen hat, liken, Abo dalassen, Glocke aktivieren. Macht's gut. Ciao, ciao.